Sie haben ihn ja gerade schon kurz gehört. Gleich können wir ihn noch ausführlicher hören und auch mit ihm reden. Darauf freuen wir uns sehr. Das hier ist im Übrigen sein neues Album, heißt Album. Und bevor wir ins Gespräch gehen, jetzt erstmal ein paar Bilder zur Einstimmung auf Clüso. Von Chicago, dort wo niemand ihren Namen nennt. Ob solo oder mit Udo Lindenberg oder den Fantastischen Vier, Clüso gehört zu den festen Größen in den deutschen Charts. Gerade hat der Erfurter sein 9. Album herausgebracht mit dem schlichten Titel Album. Ja, erster Tag nach meiner Babypause und ich freue mich ehrlich gesagt sehr, dass es gleich so gut losgeht. Es geht nämlich los mit Clüso. Guten Morgen. Hallo, guten Hallo, Morgen. Herzlich willkommen an euch drei. Ich habe gesagt, das hier ist das neue Album. Es heißt Album. Zunächst natürlich die Geschichte dazu bitte, warum es Album heißt. Ach, ich war spazieren, ehrlich gesagt. Ich hatte noch keinen Titel und ein Freund von mir, Benjamin von Stuttgart-Bach, ein Autor, wir waren spazieren. Ich meinte, ey, ich habe immer noch keinen Titel. Er meinte, nenn's doch Album, weil das Album scheint auszusterben, aber du machst ja Alben. Und es reiht sich ganz gut ein. Mein erstes Album hieß Text und Ton, dann gute Musik und Album passt auf jeden Fall, ist jetzt das 9. Das 9. Album, also 2 Jahre habt ihr dran gesessen, jetzt ist es rausgekommen. Was ist neu an Clüso auf diesem Album und was ist geblieben von Clüso, wie man ihn bisher kannte? Also erstmal meine Stimme, sobald ich anfange mit Singen, klingt es einfach wie Clüso, weil ich so eine raue Stimme habe. So. Ja. Aber der Sound ist wirklich komplett. Wiedererkennungswert. Das hat zum Glück einen Wiedererkennungswert. Aber es ist ganz anders, weil es einfach von vielen Beatmakern und Hip-Hop-Produzenten produziert wurde. Es hat tierische Energie, was auch ein bisschen der Pandemie geschuldet ist, dass wir im Studio das ein bisschen ausleben konnten. So. Und es ist eines der energetischsten Alben. Und ich bin sonst nicht so werblich, ich bin sonst immer so, hört mal rein, aber es ist eines der fettesten Alben. Da gibt es hier nur Gelache im Hintergrund. Nein, aber inhaltlich vielleicht noch zu den Texten. Was spiegelt sich da von der Pandemie vielleicht auch wieder? Eigentlich würde ich sagen, also ich bin nicht der Typ, der so einen Pandemie-Song schreiben würde. Es gibt einen Song, der heißt Willkommen zurück, der das zusammen quasi kommen jetzt wieder auf den Punkt bringt mit Andreas Burani eigentlich, der heute nicht hier ist. Das wäre der Einzige, der so ein bisschen in die Richtung geht. Aber so einen richtigen Corona-Song fände ich irgendwie nicht geil. Wobei Sie sich ja schon immer auch politisch und sozial auch engagieren. Sie sind vor einer guten Woche auch hier bei der Klimademo aufgetreten. Was finden Sie daran wichtig, gerade auch ja, als Person des öffentlichen Lebens da auch Stellung zu beziehen und sich zu engagieren? Naja, also wir haben ja eine Art Personenkult, den wir lieben, der uns auch manchmal auf den Sack geht, aber den kann man auch einsetzen als eine Art Währung für Sachen einfach. Und das finde ich halt wichtig, dass Künstler das machen. Jetzt haben viele Kolleginnen und Kollegen ihre Tournee ja dieses Jahr verschieben müssen, letztes Jahr sowieso. Wie war es bei Ihnen? Konnten Sie vor Publikum spielen oder ist jetzt schon mal alles geplant für 2022? Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall auf Tour gehen, haben jetzt ein Domplatzkonzert, ein ganz großes in Erfurt, was riesig ist. Aber wir haben jetzt ein Konzert gespielt vor fast 7000 Leuten, was eins der größten war in Deutschland. Und Leute hatten keine Maske auf und es war gigantisch auf jeden Fall. So. Haben gerade schon gesagt, das 9. Album ist das 9. Album, also schon einiges in der Mache, einiges in der Pipeline. Da sagen manche, da fehlt eigentlich nur noch der internationale Durchbruch. Kann man das planen? Will man das überhaupt planen oder ist eigentlich alles gut so? Ich glaube, mein Englisch ist einfach scheiße, deswegen wird das nichts. Aber so vom Ding her mit internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, dann wollen wir nicht länger reden, sondern endlich Musik hören. Ja, darum bin ich hier, genau. Damit es endlich losgeht hier mit der Musik. Dann macht euch bereit, wir sagen vielen, vielen Dank für heute Morgen. Und gerne bis morgen ab 5.30 Uhr. So machen wir es. Bis morgen. Viel Spaß mit Clüso. Maschinenstopp in meiner Traumfabrik. Dreht sich alles um den Augenblick. Ich hab schon vergessen, wie es war, dich zu treffen. Ich traue meinen Augen nicht. Pack, wir beide im Sommer, Soundtrack, Vogue von Madonna, die Gefühle verstauen. Flashback auf alles, was war, Next Step, alles noch da, fast nicht mehr dran geglaubt. Willkommen zurück, zurück auf der Erde, was bringst du mit, was gibt's zu erzählen? Autogramme vom Glück. So ist das Leben, wie schön es ist, dich wieder zu sehen. Willkommen zurück, vermissen, vergeben, verlieben, verstehen. Willkommen zurück, neue Motoren, neu wie geboren. Schritt für Schritt ins
Zeitreisen nach vorn. Kein schiefer Ton, beste Version. Lass los und stoß Vergangenes vom Thron. Es ist wie Hashtag, wie die Faust aufs Auge. Comeback, willkommen zu Hause. Landebahn ab jetzt auf festem Boden. Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Was bringst du mit, was gibt's zu erzählen? Autogramme vom Glück, so ist das Leben. Wie schön es ist, dich wieder zu sehen. Auf der Erde, wie schön es ist, dich wieder zu sehen. Und was auch zurück ist, ist das Saxophon.